Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Let's Go Evoli hier in der Arena von Prismania City. Unsere Pokémon sind geheilt. Akani ist in Position 1. Wir können loslegen mit dem Arena-Kampf. Hallo, ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ach, tut das gut. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Oh, du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumengestecke. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz dem Training von Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten? So sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. So, und sie setzt ihr Tangela ganz als erstes ein. Also mal sehen, ob wir mit dem Tangela weniger Probleme haben als mit dem Tangela davor. Das sollten wir eigentlich schaffen. Wir werden es aufgrund des Megasauges jetzt nicht in dieser Runde besiegen, aber was soll's. Machen wir das mal. Hilft Akani vielleicht ein bisschen weiter, wenn es seine Werte ein bisschen hoch boostet. Sieht gut aus. Und als nächstes kommt Ultrigaria. Hallo Ultrigaria. Na, vergiftet uns der Gift-Tipp? Nein, er besiegt uns auch nicht schlecht. Naja, war ein Volltreffer. Naja, da muss Bisaflor das eben richten. Ich will Akani nur eben wiederbeleben, damit es gleich auch noch EP kriegt. Nein, hier kann man das Akali nicht wiederbeleben. Dafür muss man in den Beutel gehen. So, bitteschön. So, da mal Kopfnuss. Und Level Up für Bisaflor. So, Giflor kriegen wir auch hin. Ich war Bisaflor. Los geht's. Einfach immer schön Kopfnuss drauf einsetzen. Immer schön den Kopf einsetzen, Bisaflor. Gott sei Dank haben wir einen Gifttypen, der uns davor schützt. Oh, Volltreffer. So, wenn sie keinen Trank gibt, dann war's das gleich. Sehr schön. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden überreichen müssen. Yeah, High Five, Wee! Du hörst den Farborden von Erika. Jetzt, wo du im Besitz des Farbordens bist, werden dir alle Pokémon bis Level 50, die du per Tausch erhalten hast, gehorchen. Dann hätte ich da noch was für dich. Hier bitte. TM 53 Megasauger. Die TM 53 enthält die Attacke Megasauger. Bringst du sie einem Pokémon bei, erhält sie die Hälfte der KP,
erhält es die KP, Hälfte der KP, die sie beim Gegner abzieht. Faszinierend, findest du nicht? Und wie? Wie winkt prahlerisch allen zu, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ach wie, du bist süß. Was ist denn jetzt wieder? Oh, wie hat ein Geschenk für uns. Dankeschön. Eine Glasmurmel, eine runde, durchsichtige Kugel aus Glas. In ihrer Mitte befinden sich Muster in verschiedenen Farben. Dankeschön. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen wollen, aber hey. So, dann mal ins Pokémon Center, würde ich sagen. So, weg damit. Wir können es auch auf Akani setzen, dann sind wir schneller da. So. Haben wir das auch. Tja, dann bleibt uns jetzt nur die Spielhalle. Was gibt's hier eigentlich für Preise? Ist das hier die Preisecke? Nein, das ist die Spielhalle an sich, oder? Hi, du. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Das ist wirklich sehr unauffällig, wenn man eine Spielhalle hat, die schon nach Team Rocket benannt ist. Und da ein Rocket-Rüpel steht, der ein Poster bewachen muss. Auffälliger geht's nicht. Akani, los, knuddel das Radikal. Au. So. Fertig. Wenn es weitergeht, fliegt das noch auf, dass wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Komm schon, los, nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jessie, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss wohin ein astreines Dragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Wow. Hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Klick! Du hast irgendwo ein lautes Geräusch. Sehr unauffällig. Ich will auch nur wissen, was es hier für Preise gibt. Das hätte ich mir sowas von schenken können. Bin ich hier? Spinnfell. Vielleicht gibt's ja gar keine Preise mehr. Irgendwas muss man mit den Münzen noch machen. Und sind die Spielmünzen ausgegangen? Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Zu spät. Tja, ich wollte nur gucken, was es hier für Pokémon gibt. Hallo Typ vom Team Rocket. Zeit für eine Abreibung. So, benutzen wir mal Glut. Knuddler sollte darauf vielleicht sehr effektiv sein.
Vielleicht wäre es besser, wenn wir einfach Biss eingesetzt hätten. Ah, weißt du was? Soll sich wiederum kümmern. Tja, dann mal kopflos, würde ich sagen. So. Gibt's hier was? Ja. Yep. Hyperbälle. Großzügig. Hier gab's doch immer versteckt, gab's hier nicht immer was? Irgendwie nicht mehr. Gut, ich bin nämlich eine schöne Spion auf Undercover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an einem so gefährlichen Ort? Ich will die Morkit besiegen. Du hast Bummen, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Ein Team Rocket-Set von der schönen Spionin. Wenn du das trägst, siehst du gleich aus wie ein echtes Mitglied von Team Rocket. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Ja, aber dann kriegen wir vielleicht mal eine bessere Hose. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rocket-Schuhe weiß sind. Yeah, die sieht auch stylisch aus. Was haben wir für eine Kappe? Eine schwarze. Naja, nehmen wir lieber die. Die ist irgendwie sehr ikonisch. Ja, sieht ganz passabel aus. So. Und bei dir wie? Wie sieht das bei dir aus? Naja, mit dem Blümchen gefällt es mir ganz gut. Aber ich würde die, roten Blümchen würde ich gerne am Schweif festmachen, statt am Rücken. Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, kämpfen wir uns erstmal durch die Etage. Das sollte nicht allzu lange dauern. Oh, haben wir gerade die falschen Blümchen festgemacht? Gleich mal korrigieren. So, gegen das Smogon können wir uns zumindest einbuddeln. Alter, weh, das vergiftet uns jetzt. Das war so klar. Also ich bezweifle, dass ein bisschen ausreicht, aber probieren wir es mal. Wow, wir haben es sogar überlebt. Das war ganz schön knapp. Na komm, wie? Übernimm mal. Ja, ich habe die falschen Blumen dran gemacht. Ja, setzen wir jetzt mal kopflos ein. So, auf ein neues. Und Nidoqueen hat ein Level Up. Sehr gut. Entschuldigung. So, Team. Nein, wollte ich gar nicht. Beutel.
Medizin. Trank. An Akani, bitte. Kann sein, ich gleich zwei haben, hast du wenigstens wieder volle KP. So, und bitte der Hyperheiler, damit die Vergiftung weg ist. Dankeschön. So, wie, Accessoires. Rote. So. Das müssten jetzt die richtigen gewesen sein. Oh, nee, gar nicht. Ich hätte die rosa nehmen sollen. Oder? Ja, ich habe die falschen wieder genommen. Es sind die rosa. Die vom Rücken können runter. Wir wollen es ja nicht in Blumen, ne, ihr wisst schon. Überhäufen. Drei Stärke Bonbons. Dankeschön. Das zu. Oh, ich sollte vielleicht auch auf den Bildschirm gucken, wenn ich da lang laufe. Wir packen uns mal als Begleit-Pokémon. Ach, Nidoqueen. Bist du Nidoqueen? Nein, du bist Nidoqueen. So. Mal gucken, was hat er denn? Ein Hypno. Na, da können wir wenigstens Bissgänger einsetzen. Oh, Glück gehabt. So, das war Hypno. Und Gyarados hat ein Level Up. Und da fällt mir, ich glaube, wir haben Gyarados noch gar nicht Kaskade beigebracht. Ja. So, das bringt ein bisschen mehr als Siedewasser. Ein bisschen viel mehr als Siedewasser. So, wir können ja auch noch Donnerblitz als, ja, falls du mal gegen andere Wasser-Pokémon attacken willst, dann hast du immer nur einen kleinen Vorteil. Tackle braucht eh niemand. So, ab nach unten. So, was willst du? Du hast einen Golbat. Herzlichen Glückwunsch. So. Greifen wir mal mit Biss an. Er beißt auch zurück. Ein bissiger Kampf ist das. Aber immerhin sind wir schneller und können damit ein Zurückschrecken provozieren. Ich muss nachher mal gucken, ob es einen Move Relearner gibt hier irgendwo. Gibt es bestimmt irgendwo. Vielleicht kann man Akani noch irgendwas Gutes beibringen. Oh, TM20 Finsteraura. Na, dankeschön. Kann das irgendwer lernen? Hm, wo ist es denn? Sortieren wir mal. Nach Nummer. So, Finsteraura kann... Gyarados kann Finsteraura lernen. Warum nicht? Kann man ja mal bringen. Wobei mit Biss sollte es eigentlich mehr Schaden anrichten. Hm. Da ist wohl Nona doch keine so schlechte Option.
Immerhin hätten wir Flammenwurf, wir hätten Finsteraura, Kopfnuss könntest du bestimmt auch lernen. Wobei, oh, da war ein Item. Beziehungsweise das Item liegt da immer noch, also ist es da noch. Jetzt ist es weg. So, ist hier noch das Sonderbonbon? Ja. So, Akani, wie viel EP brauchst du noch bis zum Level Up? Lohnt sich das? Nee, lohnt... Oh, das, ich hab bei den KP geguckt. Das ist natürlich ganz schlau von mir gewesen. Nein, lohnt sich nicht mehr. Nach dem nächsten Kampf hast du ein Level Up, dann kannst du gleich dann noch das Sonderbonbon kriegen. So, wir müssen den da kriegen. Tata. Hi. Hallo Ratzfratz. So, dann benutzen wir einfach mal Knuddler und knuddeln es zu Tode. Oder auch nicht. Au. Das ist nicht gut. So, tot geknuddelt. Und Level up. So, gegen Voltoball können wir auch prima kämpfen. Immerhin haben wir Schaufler. Tja, da bist du platt, wa? Ah ja, ich wollte Akani das Sonderbonbon geben. Tada, dann ist es nämlich auch schon auf Level 30. Ein Hypertrank. Und ein AP Plus, nice. Das gebe ich mal. Wo ist denn das in der Stärkungstasche? Ja. Das gebe ich mal wie für die Kopfnuss. Oh, jetzt haben wir Biss angehoben. Wow, was für eine Verschwendung. Naja, was soll's. So, dann bedingen wir dich mal. Oh, ein Slimer. Relativ leichte Beute für uns. So. Du denkst, du hast gewonnen? Falsch gedacht. Jetzt kommt mein Plan B. Und hepp. Ohne diesen Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Wie kann ich dich da hochschmeißen? Wie machst du das? Vielleicht schafft es Vi ja irgendwie nach da oben zu kommen. Ich könnte dich einfach hochschmeißen, weißt du? Jetzt kommst du garantiert niemals an den Aufzugschlüssel ran. Zumindest nicht so lange, bis du die Wände hochklettern kannst.
Das Pokémon sieht ziemlich leichtfüßig aus. Suche die Umgebung ab. Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, worauf du raufsteigen kannst. Vielleicht der Tisch, die Kisten? Dieser Karton ist viel zu schwer zum Tragen. In diesen Dokumenten steht ultimativer Plan von Team Rocket. Können wir dich darauf stellen? Hier ist eine Warnung hingekritzelt. Pokémon sollten von Lüftungsschächten ferngehalten werden, da sie sonst Gefahr laufen, die Wände hochzuklettern. Suche die Umgebung ab. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du draufsteigen kannst. Die Kartons? Den Stuhl? Kann ich einen Stuhl tragen? Auf diesen Stuhl könntest du dich stellen. Und hopp! Los! Wie, ich zähle auf dich. Du schaffst das. Sei vorsichtig, ja? Du weißt, was du zu tun hast. Ergattere mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, den der Rüpel weggeworfen hat. Oh, jetzt können wir mit Wii spielen. Das ist ja cool. So. Das finde ich immer richtig cool. Pass auf, Wii, nicht runterfallen. Puh, das war knapp. Hast du gut gemacht. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier jemand eingeschlichen? Oh, falscher Alarm. Das wollen wir doch nur Mausis Magen. Ja, jag uns nie wieder so einen Schrecken ein. Komm schnell wieder her, Wii. Wii kehrt zu dir zurück. Wii gibt dir den Aufzugschlüssel. Wii umarmt dich ganz fest. Oh, Wii, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ja, das hast du. High five. Und nochmal. Und nochmal. Ja, hast du fein gemacht. Hast dir eine Belohnung verdient. Ja, das war lecker. Das war lecker. Ja, hast du gut gemacht. So, und wir verabschieden uns an dieser Stelle und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao!